Und wir schalten jetzt zu Lukas Mandl, dem ÖVP-EU-Abgeordneten, der sich gerade in Israel befindet. Einen schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Herzliche Grüße aus Tel Aviv. Herr Mandl, genau das wollte ich Sie gerade fragen, wo Sie denn in Israel gerade sind, also in Tel Aviv. In dem Land vor mehr als 2 Wochen ist es durch den schlimmsten Terroranschlag der Hamas massiv erschüttert worden. Schießt die Hamas immer noch Raketen auf Israel aktuell ab? Wie oft gibt es denn Raketenalarm? Ja, ich bin gerade von einem ganzen Tag an der Grenze zum Gazastreifen nach Tel Aviv zurückgekehrt, wo es gleich weitergeht mit Gesprächen mit Diplomatinnen und Diplomaten aus aller Welt und aus ganz Europa speziell. Und ja, die Hamas schießt Raketen sogar mehr als vor dem Terrorakt und dem Kriegsbeginn am 7. Oktober. Man muss ja wissen, dass die Hamas immer Raketen auf Israel gefeuert hat und Israel das modernste Raketenabwehrsystem der Welt hat dagegen. Derzeit ist dieses Raketenabwehrsystem so eingestellt, dass es jene Raketen abfängt, die auf Siedlungen gerichtet sind, und jene Raketen durchlässt, die auf freies Feld gerichtet sind. Dieses Raketenabwehrsystem kann das feststellen. Auch ich habe heute mit meiner Delegation Raketen gesehen in großer Entfernung, aber wir haben gesehen, wie sie Richtung Israel geflogen ist, diese Rakete. Und das ist Teil des Krieges gegen Israel, der seit 7. Oktober mit einer nie dagewesenen Intensität und Brutalität geführt wird und gegen den sich Israel verteidigt. Fühlen Sie sich aktuell in Israel sicher? Ich fühle mich absolut sicher. Man muss sich keine Sorgen um mich individuell machen, aber man muss sich, glaube ich, Sorge machen um die Lage auf dieser Welt. Die Zündschnur bei jenen, die es überhaupt als Option sehen, Gewalt anzuwenden, ist kürzer geworden. Das hat spätestens mit Putin-Russlands Krieg begonnen, hat sich fortgesetzt zwischen Armenien und Aserbaidschan, auch am Westbalkan zwischen Serbien und Kosovo. Von serbischer Seite sieht man eine erhöhte Gewaltbereitschaft und jetzt diese unfassbare Gewaltentladung in Israel. Ich habe heute einen Kibbutz besucht, eine Siedlung, auch die Städte, wo das Festival stattgefunden hat, von dem heute die gesamte Welt weiß, wo auch Anschläge verübt worden sind, brutalster Art an diesem 7. Oktober. Und ich bin unter dem Eindruck dieser Städten und dessen, was dort geschehen ist. Es war ein Kindergarten dabei. Ich hatte sofort vor dem inneren Auge den Kindergarten bei mir in Gerersdorf-Seyring zu Hause, wo meine Kinder vor 10, 15 Jahren in den Kindergarten gegangen sind. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand dort einfach brutal hineinfeuert mit Gewehrsalven, dann ist das so extrem, dass die Worte fehlen. Und es ist noch alles in dem Zustand, in dem es nach der würdigen Beseitigung der Leichname und dem Wegzug der überlebenden Opfer geblieben ist. Manches wird bereits repariert, aber ich konnte einen authentischen Eindruck gewinnen und ich konnte mit Verwandten, Angehörigen von Geiseln sprechen, die vor allem natürlich wollen, dass die Geiseln befreit werden. Darauf ist jetzt auch der Fokus Israels und der ganzen Welt gerichtet, so viele Geiseln wie möglich lebend dort herauszubekommen. Da geht es um ältere Menschen, da geht es um einen 79-jährigen Vater einer Frau, einer Dame, mit der ich reden durfte. Da geht es auch um sehr junge Menschen, eine 22-Jährige, die eben dieses Festival besucht hatte. Es ist eine ungeahnte Brutalität und es ist gewissermaßen jetzt ein zeitlicher Wendepunkt zwischen dem Blick auf die Opfer auf der einen Seite und der Frage für die Welt auf der anderen Seite und was das für die Welt bedeuten kann. Und weil ich immer wieder auch auf Social Media heute die Frage bekomme, was das alles mit uns zu tun hat. Es hat sehr viel mit uns zu tun. Es ist islamistischer Terror, der die ganze Welt überzieht. Es ist noch keine 3 Jahre zurückliegend, dass es in Wien einen islamistischen Terrorangriff gegeben hat. Es war vor genau heute einer Woche in Brüssel, in der europäischen Hauptstadt, so der Fall. Wir sind hier gemeinsam gefordert, Zivilisation, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde, Freiheitsrechte hochzuhalten und zu verteidigen. Da war Israel jahrzehntelang ein Partner für uns und selbstverständlich nicht nur deshalb, aber auch deshalb sind wir jetzt Partner
für Israel. Sie haben die mehr als 220 Geiseln angesprochen, die sich aktuell in der Gewalt der Hamas befinden. Sie haben auch mit einigen Angehörigen dieser Geiseln gesprochen. Welchen Eindruck haben Sie dabei gewonnen? Gibt es Zuversicht, dass diese Geiseln sicher nach Israel zurückkehren können? Zunächst bin ich sehr beeindruckt von der Tapferkeit dieser Angehörigen, ihre Geschichten zu erzählen. Und die erzählen die ja immer wieder. Ich durfte schon in der Vorwoche im Europäischen Parlament einige treffen. Eine Familie, die überlebt hat, mit einem 7 Monate jungen Baby. Die Mutter hatte das Baby in der Hand und ein Messer in der anderen. Der Vater hatte eine Axt in der Hand und stehen konnten die, während die Hamas in ihrem Haus war, sich retten, ihr Leben retten, weil die Hamas sie nicht bemerkt hat. Das Baby ist still geblieben. Jeder, der Kinder hat, weiß, das ist bei 7 Monaten alles andere als selbstverständlich. Das sind die Geschichten, die jetzt das Leben für Israeli schreibt. Und die Geschichten setzen sich vielfach negativ fort in Europa, in europäischen Hauptstädten, mit Angriffen und Anfeindungen auf jüdische Mitmenschen. Es ist wirklich absurd, hier zu versuchen, den Spieß umzudrehen. Auch die Angehörigen sagen, halten wir doch bitte alle zusammen, ganz egal, welcher politischen Meinung sie sind oder wo sie unterschiedlicher Meinung untereinander sind, sondern alle bitten darum, zusammenzuhalten, um die Geiseln zu befreien. Ihre Frage danach, ob es möglich sein wird, die Geiseln zu befreien, es sind zur Stunde über 200, von denen man weiß, dass sie lebend im Gazastreifen als Geiseln gefangen sind, ist schwer zu beantworten. Wir hoffen das Beste. In unserer Parlamentarierdelegation ist auch einer, der als Kind den Balkankrieg miterlebt hat, der mit uns auch geteilt hat, dass lange Hoffnung war auf das Überleben von verschleppten Angehörigen. Dessen Vater, dessen Großvater beispielsweise waren das und die haben nicht überlebt. Aber die Hoffnung ist eine wichtige Antriebsfeder und die Hoffnung wird dazu beitragen, dass vielleicht alle, aber hoffentlich viele Geiseln lebendig befreit werden können. Die Zustände, unter denen die den Geiseln dort gewissermaßen aufgebürdet werden, sind ohnehin schlimm genug. Eine Mutter hat erzählt, dass ihr Sohn regelmäßig Asthma-Medikamente braucht und die dort aber sicher nicht hat. Sie hat gebangt um ihren Sohn, sie bangt um ihren Sohn. Andere erzählen eben von älteren Menschen, von 79-jährigen Vater habe ich schon erzählt. Es geht auch um eine 90-jährige Mutter, von der heute die Rede war, auch ältere Menschen, ohne jeden Respekt durch diese Terroristen, werden da festgehalten. Lukas Mandl, vielen Dank für diesen Live-Bericht und liebe Grüße nach Tel Aviv. Danke für das Interesse. Alles Gute nach Hause, nach Österreich.